Guten Morgen. Ich fahre nächste Woche wieder zu einem Rainbow. Und ich möchte euch das ankündigen. Ich möchte euch sagen, warum ich das mache, was das bedeutet für diesen Kanal und euch auch gerne dazu einladen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht ist das auch etwas für euch, in die Natur zu gehen, mit der Natur zu leben und das über einen Zeitraum von 4 Wochen oder weniger. Man kann ja jederzeit hin und auch wieder weggehen. Also ein Rainbow. Es nennt sich so Rainbow Gathering, Regenbogenzusammenkunft. Und es gibt auf der ganzen Welt, in jedem Land, eine Regenbogenfamilie, eine Rainbow Family, die quasi für dieses Land dann auch immer die Organisation so ein bisschen quasi übernimmt. Diese Organisation oder diese Regenbogenfamilie, diese Rainbow Family, das müsst ihr euch aber nicht vorstellen, dass das irgendwie, da gibt es einen Häuptling oder so, sondern da ist jeder Mitglied dieser Regenbogenfamilie, dieser Rainbow Family. Und wenn gesagt wird, okay, ich möchte jetzt ein Gathering, eine Zusammenkunft haben, dann geht man los, scoutet einen entsprechenden Ort, der alle die Sachen, die bei seinem Rainbow notwendig sind, hat und veröffentlicht das und sagt, geht los. Also gibt es keine Hierarchie in dem Sinne. Und so ein Ort, das Wichtige ist, dass eine Trinkwasserquelle existiert, weil das braucht man, man braucht frisches Wasser und idealerweise ist das vorher dann auch abgestimmt mit dem Besitzer des Grund und Bodens, ob das nun die Gemeinde ist oder Privatbesitz und ja, dann kann man quasi loslegen. Dann schreibt man eine Invitation, also eine Einladung, und die wird dann von Mensch zu Mensch weitergegeben. Es gibt da keine offizielle Seite, weil es gibt ja immer mal so eine Zusammenkunft und da wird besprochen, wie das eben so weitergeht. Und da gibt es einen Konsens, der da besagt, dass es keine Veröffentlichung der Veranstaltung im Internet gibt, sondern dass das eben nur von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Kann natürlich auch per Mail oder per Facebook geschehen, aber dass das halt eben keine Veranstaltung in irgendeiner Weise ist, die ja im Internet beworben wird. So, das hat sich eigentlich gut etabliert und ja, findet eigentlich auch regen Anklang, damit dann wirklich die Leute, die man auch kennt, dann dazu einladen kann oder die genau wissen, worauf sie sich einlassen, das ist auch sehr wichtig und dass dann dort das nicht zu ja, unliebsamen Begegnungen kommt. Ja. So ein Rainbow, das ist soll in allererster Linie ein Platz sein, wo man sich in Liebe begegnet. Diese Zusammenkunft ist drogenfrei oder soll drogenfrei sein. Es gibt sehr, sehr viele, das sind keine Regeln, das sind eher so wünschenswerte Dinge, die sich so etabliert haben. Und dazu zählt eben auch, dass keine Drogen existieren. Es gibt aber immer wieder Menschen, die dort anfangen und ja, irgendwas Gras rauchen oder solche Situationen. Also solche Dinge tun und ja, da kommt aber jetzt nicht irgendwie die Rainbow-Polizei und sagt, hey, das machst du nicht, sondern ja, man akzeptiert das eben dann in Liebe. Und wenn derjenige gegen diese ja, Regeln eben verstößt, dann tut er das und ist auch eine Form von ja, auch nicht das zu respektieren. Und, aber das gehört eben dazu zum Menschsein, denn so ein Rainbow bedeutet auch immer Entwicklung und Wachstum. Wir alle sind nicht perfekt und sind nicht komplett in der Liebe. Wir haben alle immer unsere Issues mit unserem Ego und mit unserer Umwelt und beruflichen Alltag, einige und ja, Beziehungen. Entsprechend ja, gehört es auch zum Rainbow dazu, dass Menschen sich eben in ihrem Wachstum begegnen. Und eine Sache ist dann auch, das zu respektieren, dass Menschen ja, auch teilweise eben respektlos, denn es gibt Menschen, die, obwohl das nicht erwünscht ist, dass sie die Hunde mitbringen. Hunde sind zum einen natürlich, das entspricht zumindest auch meiner großen Überzeugung, sollten nicht gehalten werden, kein Tier sollte in irgendeiner Weise gehalten werden und Tiere sind auch nicht die Freunde, also beziehungsweise der Hund ist auch nicht der Freund des Menschen, denn ja, er wird an der Leine geführt, beziehungsweise er wird erzogen, dass er das und dies zu tun hat und wenn er die Möglichkeit hat, frei
zu laufen und wirklich sich frei zu entwickeln, dann würde ich das unterstützen. Das hat er aber nicht in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern nicht. Und deswegen ja, finde ich jede Form der Tierhaltung verachtenswert im Kontext dessen, dass wir dieses Tier ja, quasi als Sklave halten. Das sehen manche anders, aber gut, das ist der eine Punkt, ne, dass Tierhaltung an sich für mich pervers ist. Aber zum anderen kommt dazu, dass die Hunde eben auch also das Geschirr, was unten auf dem Boden auch gestellt wird, anlecken, dass sie ja überall hinkacken und das halt von der Hygiene her das ein großes Problem ist. Gab auch schon Fälle, wo Hunde quasi ja, Menschen angefallen haben, Menschen gebissen haben. Wenn mehrere Hunde zusammen sind, bildet sich ein Rudel. So, sie kommen ja vom Wolf, der Hund stammt ja vom Wolf ab. Da kommt so ein Rudelverhalten und werden aggressiv. Und das halt alles solche Problematiken und das möchte man bei einem Fest der Liebe und bei einem Rainbow nicht haben. Aber es gibt halt Menschen, die sind der Meinung, dass sie diese Regel halt übertreten müssen. Die reden dann davon, dass ja, der Hund zu ihrer Familie gehört und ja, dass ihr Hund nirgendwo hinkackt und dass sie dann immer das alles wegmachen und dass ihr Hund nie aggressiv wird und jedes Rainbow beweist das Gegenteil. Ich habe noch kein Rainbow erlebt, wo die Hunde alle lieb waren und wo es keine Probleme mit Hunden gab. Das ist jedes Mal dasselbe. Aber auch sowas gehört dazu, das zu akzeptieren, dass diese Menschen, die sich halt eben auf einem, sage ich mal, niedrigeren Respektlevel bewegen, dass diese Menschen dann eben auch angenommen werden, voller Liebe und ja, dass man einfach dann vielleicht mit denen auch darüber redet oder vielleicht sie einfach lässt, wie sie halt sind und ja, das dann einfach sich in Akzeptanz schult. Und ja, das ist also so das Grundkonzept des Rainbows. Deswegen gibt es zwar so eine Art Regeln, die zur Kenntnis genommen werden, aber nicht immer eingehalten werden. So ein Rainbow, das hatte ich auch schon in meinen Videos schon kurz erwähnt, die laufen halt immer so, dass man, also der Tagesablauf ist halt immer so, dass du halt aufstehst und dann eventuell Essen zubereitest oder halt dich um dich selber kümmerst oder um andere kümmerst oder in irgendeiner Weise ja, Fähigkeiten schulst für irgendwelche Akrobatik-Sachen oder Jonglage, irgendwelche einfachen Dinge oder Gespräche eben führst. Und dann kommt es zum gemeinsamen Essen, meistens mittags rum, die erste Mahlzeit. Dort wird dann gemeinsam dankbar das Essen aufgenommen, indem man zuerst sich im Kreis ja, an die Hände fest und gemeinsam singt. Und dann wird es gemeinsam gegessen. Am Nachmittag geht es dann weiter, dass man halt, wie gesagt, sich weiter in welcher Richtung auch immer wachsen kann oder halt auch wieder sich engagiert. Dinge baut oder in der Küche mithilft, das Abendbrot vorbereitet, Wildkräuter sammelt für das Abendbrot, Erledigungen macht, was auch immer. Und ja, und abends trifft man sich dann wieder am Feuer, am sogenannten Holy Fire, was idealerweise die ganze Zeit brennt. Und ja, und dann abends wird dann meistens sehr, sehr viel gesungen, getanzt, getrommelt und ja, man ruft sich dann sozusagen so in ein energetisches Level, wo dann nicht mehr so viel geredet wird, wobei natürlich auch geredet werden kann, ist durchaus gängig auch, dass sich so Talking Circle bildet, also wo man dann halt ja, reihum spricht. Ja, oder dann halt eben meistens im Feuer ist dann so, dass man dann halt gemeinsam singt und tanzt und trommelt. So, das ist dann so ein normaler Tagesablauf. Man lebt in der Natur, es ist keine Technik, kein Strom vorhanden. Zum Trinken hat man eben das Wasser und das Essen ist halt das, was die Natur hergibt. Beziehungsweise jeden Abend geht so ein Magic Hat rum, so ein magischer Hut. Und für die Menschen, die ja an einer gewissen Stelle im Wachstum sind und an dieser Stelle eben auch noch gerne mehr als das Essen, was die Natur hergibt und dafür dann auch bereit sind, im Energieausgleich zu zahlen, die legen dann Geld in diesen Hut rein und da geht dann rum. Und wenn Geld zusammenkommt, dann kann davon beim nächstgelegenen Bauern, können da auch Kartoffeln oder Graupen oder irgendwas gekauft werden, um dass es dann zum Essen halt mehr Sachen gibt als das, was die Natur hergibt. Und ja, das ist dann halt jedem Rainbow dann halt anders, je nachdem, welche Leute dann halt da sind. So. Und das ist das ganze Prinzip eines Rainbows. Und
Das läuft meistens einen Monat, so im Mondzyklus. Die Mitte ist dann der Vollmond, wo dann auch ein extra Fest gemacht wird, so also ein bisschen zelebriert wird. Und ich war jetzt zweimal beim Rainbow und zweimal waren das sehr, sehr wichtige und interessante Erfahrungen. Zweimal habe ich allerdings auch erlebt, wo ich wiedergekommen bin, dass ich kurz echt wieder ein bisschen Anlauf brauchte, um in dieses Leben, in diesen vier Wänden hier wieder reinzukommen, weil jedes Mal habe ich so von dem Nektar der Natürlichkeit und des tatsächlichen Lebens gekostet, zumindest den tatsächlichen Lebensbedingungen, wie sie eigentlich sein sollten, und gespürt, dass das ist, auch wenn es unannehmlich ist, auch wenn es Stress, Krankheit und Tod bedeutet, gerade im letzten Rainbow, wer das Video nicht gesehen hat, wo ja auch drei Menschen gestorben sind, dem blende ich das oben nochmal ein. Trotz dessen fühlt sich das echter an und so, wie es sein sollte. Und entsprechend zieht mich das auch immer wieder in diese Situation, einfach wirklich ja, in der Natur zu leben, in der Natur zu übernachten, wochenlang mich mit mir zu beschäftigen und mit anderen Menschen, mit der Natur als solches und Dankbarkeit zu spüren über die kleinen Dinge. Und das erfährt man. Man leidet Hunger, man ja, leidet eventuell auch Durst, wenn es, also kommt immer auf die Situation drauf an, wo ist die Wasserquelle, ist die Wasserquelle vielleicht mal verunreinigt, weil ein totes Tier da liegt, man kann nichts trinken und so weiter. Also man leidet Hunger, man leidet manchmal Durst, man leidet eventuell unter Einsamkeit, weil man nicht in irgendeiner Form Kontakt knüpfen kann, weil man eben im Wachstum noch dort ist, wo man ist. Man leidet verschiedene Ängste, gerade wenn man jetzt sowas wie Gewitterangst hat oder was auch immer. Also man stellt sich seinen Ängsten, und das ist aber auch genau der Sinn. Man stellt sich diesen Ängsten und wird dann durch die Liebe der anderen aufgefangen. Und das ist eben das, was dann meistens eben passiert, dass man ja als vielleicht einsamer Mensch dahin geht und dann Stück für Stück über die Tage, über die Wochen mit der Liebe der anderen Menschen dann aufgefangen wird und ja, einfach geheilt wird. Und es gibt sehr viele Menschen, die zum Rainbow gehen, weil sie geheilt werden möchten. Und das fängt bei körperlichen Krankheiten an und endet eben bei Ängsten und bei, ja, bei geistigen Sachen. Und ja, wenn ihr mich persönlich kennt, wenn wir uns schon mal gesehen haben bei einem Rohkost-Potluck oder so, oder wenn wir irgendwie schon mal Kontakt getreten sind bei Facebook oder so, schreibt mich einfach an. Ich sage euch, wo das stattfindet. Ihr könnt ihr gerne dort auch mal vorbeischauen. Und egal, ob es jetzt über 4 Wochen ist oder aber einfach nur 2, 3 Tage, schreibt mich einfach bei Facebook an. Meine Kontaktdaten sind immer in der Infobox. Und ja, und dann könnt ihr vielleicht auch mal daran teilnehmen und diese ganz besonderen Events, die eben nicht den Weg ins Internet finden, sondern die real existieren, wo Menschen existieren, die selber auch komplett fern vom Internet sind. Ich bin da jemand, der wirklich in beiden Welten lebt, die dort, wo ihr dort Zugang zu solchen Menschen bekommt, die ihr niemals auf der Straße findet. Und wenn ihr sie sehen würdet, ihr würdet sie gar nicht wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein unglaublicher Schatz, der sich in diesen Rainbows verbirgt. Und ich selber habe das zweimal jetzt festgestellt, und trotz dessen, dass es jetzt mit Sicherheit nicht sehr komfortabel ist, es wird wieder, kann ich schon sagen, es ist ein deutsches Gebirge, wo es stattfindet, und es wird kalt werden, es wird regnerisch werden und von der Jahreszeit her ja nicht so komfortabel. Aber ich möchte trotzdem das wieder in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe, ob ich ein paar Tage bleibe, ob ich ja, ein paar Wochen bleibe. Wir werden das sehen. Ich weiß nicht, inwieweit ich dort Internetempfang habe. Ich nehme das so an, wie es kommt. Wenn ich keinen Empfang habe, dann kann ich natürlich auch keine Videos machen oder keine Videos hochladen. Und wenn ich Empfang habe, dann werde ich mir die Zeit täglich auch nehmen, um eure Kommentare zu lesen und auch eventuell kleinere Videos auch dort zu drehen. Ich habe natürlich nicht so viel Datenvolumen, um jeden Tag ein großes Video hochzuladen, aber ich werde auf jeden Fall dann ein paar kleinere Videos auch hochladen von meinen Eindrücken, von meinen Gedanken. Ich habe ein paar Videos auch schon wieder vorproduziert, wo seit dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich wieder zum Rainbow fahre. Das heißt, es wird, denke ich mal, so
alle 2, 3 Tage auch ein Video auf jeden Fall kommen in der Zeit, wo ich nicht da bin. Und ja, also ich hoffe, dass wir, wie gesagt, in Kontakt bleiben über die Kommentarfunktion bei YouTube. Und ich freue mich total. Ich freue mich total, wieder auf den Rainbow zu gehen. Das letzte liegt jetzt schon 2 Monate her. Ist schon 2 Monate her. Und es zieht mich wieder nach draußen in die Natur, in den echten Leben und nicht nur dieses Abbild des echten Lebens mit dem Internet, mit all seinen wunderbaren Dingen, wo man sich vernetzen kann und andere Menschen dann eben auch real kennenlernen kann. Aber es ist auch häufig so, dass halt eben dieses Abbild der Realität auch wirklich als Abbild energetisch wahrgenommen wird und dass man dann da sitzt, zu Hause, hier, vor dem Bildschirm und merkt, das ist nicht das Leben. Kann nett sein. Es kann wichtig sein für seine eigenen Ziele, die man hat, die Welt zu verbessern. Aber es tut ganz gut, sich auch mal um sich selber zu kümmern und den ganzen Irrsinn zu entfliehen, diesen ganzen, ja, diesen ganzen gesellschaftlichen Konstrukt mit all seinen perversen Abarten von Leben. Das, ja, man wird einfach da wieder geklärt in solchen Zeiten. Es geht darum, dass man isst und dass man überlebt, dass man sicher ist und dass man die Liebe lebt zu Menschen, auf geistiger und auch auf körperlicher Ebene. Und das wird jetzt passieren, die nächsten Tage. Macht's gut.